Hallo zusammen, aktuell sieht genau so mein Setup aus, mit dem ich versuche Kapitel 32 abzuschließen. Und ich habe da ein Problem, und zwar, dass ich es nicht schaffe abzuschließen. Also ich schaffe es immer nur ganz knapp, ich komme bis zur letzten Bosskammer und ja, da schalte ich an den letzten 3 Bossen. Ich merke dabei, mir fehlt so ein Hauch von Schaden, um das wirklich gut schaffen zu können. Und falls ihr euch erinnert, habe ich ja schon vor einiger Zeit ein Video erstellt, was man denn tun kann, wenn einem ein Kapitel zu schwer ist. Und unter anderem einer von diesen Tipps aus diesem Video war, die Runen zu verbessern, aber auch die Belohnungen aus den Runen zu holen und bei den Runen Kraft und Mut kann man ja auch nochmal ja, Belohnungen sich holen und damit auch dann den Schaden zu erhöhen. Übrigens, falls ihr das Video sehen möchtet, was man tun kann, wenn man nicht weiterkommt, den Link zu dem Video lasse ich euch unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, 12-mal diese Belohnung abzuholen. Je 30 Schaden macht also insgesamt 360 Schaden, die ich erhalte. Natürlich könnte ich mir auch noch zusätzlichen Leben holen, also GP holen, indem ich dasselbe auch für die anderen Runen mache, aber das sehe ich als nicht so effektiv wie das mit dem Schaden. Ich weiß auch, die ganze Aktion birgt auch ein bisschen eine Gefahr, denn früher oder später muss ich ja diese Runen nochmal anpassen und muss hier auch nochmal sehr viel Gold investieren, sobald ich dann bei den Talenten dieses Runen-Level-Up nochmal eine Stufe höher komme. Einige von euch fragen sich vielleicht auch bei diesen 2 Runen, also bei Kraft und bei Mut, worauf kommt es da bei mir an? Was wäre so denn das Ausschlussverfahren oder das Kriterium, bei welchem ich dann auch die Runen tauschen würde? Und da gibt es eigentlich nur ein einziges, und zwar ein einziges Stat, was mir besonders wichtig ist, und das ist das Angriff plus und dann irgendeine Zahl in Prozent. Das seht ihr hier bei mir, da ist es 4,7%, und sollte ich eine Rune erhalten mit mehr als 4,7, würde ich hier auch tatsächlich tauschen. Alle anderen sind mir nicht so wichtig. Nun ist es vielleicht auch noch interessant zu wissen, welches Ergebnis ich damit erzielt habe mit dieser ganzen Aktion. Und das kann ich euch mal hier zeigen. So sah das Ganze dann am Ende aus, und hier auf dem ersten Foto seht ihr, wie das vorher aussah mit 28.651 Schaden, und am Ende hatte ich 29.073 Schaden, also so ungefähr 420 Schaden mehr. Nicht genau 360, warum? Es gibt ja noch weitere Faktoren, die den Schaden beeinflussen, wo es noch ein paar Prozente mehr gibt, und deswegen kann man das nicht so genau vorhersagen, aber im Endeffekt gute 400 Schaden mehr, und ich hoffe, dass ich damit ja, hier auch endlich Kapitel 32 abschließen kann. Wünscht mir Glück, Leute, ich lasse es euch wissen, falls das Ganze dann bei mir auch wirklich jetzt endlich mit Kapitel 32 geklappt hat. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann.